Am 25. September 1529 marschierte ein osmanisches Heer vor Wien auf. Damit begann eine Belagerung, die für das Schicksal Europas entscheidend sein sollte. Brutaler Minenkrieg, schlechtes Wetter und massive Versorgungsprobleme kennzeichneten den unerbittlichen Kampf, den sich die Verteidiger Wiens und die Osmanen in den nächsten Wochen lieferten. Die erste Wiener Türkenbelagerung war trotz ihrer Kürze ein Ereignis von gesamteuropäischer Bedeutung. Mit ihr endete der Mythos der osmanischen Unbesiegbarkeit, gerade als das Osmanische Reich näher am Herzen Europas war als je zuvor. Die Belagerung von Wien hatte jahrhundertelang eine außerordentliche Symbolwirkung, wird aber heute von der zweiten Wiener Türkenbelagerung im Jahr 1683 überschattet. In diesem Video erzählen wir die Geschichte der ersten Belagerung Wiens durch die Osmanen, die zwar weniger bekannt ist als die zweite, aber nicht weniger spannend. . 1520 bestieg Süleyman I. den Thron des Osmanischen Reiches. Er trat in die Fußstapfen seines Urgroßvaters Mehmed II., des Eroberers von Konstantinopel, indem er bald selbst Ambitionen zeigte, sein Reich zu vergrößern. Im Jahr 1521 eroberte Süleyman die ungarische Festung Belgrad und 1526 besiegte er die Ungarn in der berühmten Schlacht bei Mohács. Nach diesem Sieg beendete der Sultan seinen Vorstoß und kehrte mit seinem Heer nach Hause zurück, ohne das eroberte Gebiet zu besetzen. Er überließ das besiegte ungarische Königreich einfach sich selbst. Unter den vielen, die bei Mohács fielen, war auch der ungarische König Ludwig II. Ludwig hatte keine eigenen Kinder, aber er hatte mit Erzherzog Ferdinand von Österreich, der bald Kaiser des Heiligen Römischen Reiches werden sollte, vereinbart, dass dieser nach Ludwigs Tod die ungarische Krone erben würde. Damit waren aber nicht alle einverstanden. Noch bevor Ferdinand Anspruch auf die Krone erheben konnte, ließ sich Johann Sapolja, der Voivode von Siebenbürgen, Ende 1526 zum König von Ungarn krönen. Erst etwa einen Monat später tat dies auch Ferdinand. Er konnte Sapoljas unverschämten Vorstoß natürlich nicht unbeantwortet lassen und schickte 1527 eine Söldnertruppe nach Ungarn. Sein Vergeltungsschlag war erfolgreich und Anfang 1528 hatte er seinen Rivalen aus dem Land vertrieben. Aber es gab einen Haken. Sapolja, der nach Polen geflohen war, bot Süleyman I. an, Ungarn zu einem osmanischen Vasallenstaat zu machen, wenn der Sultan ihn als König von Ungarn anerkannte und beim Kampf um die Krone militärisch unterstützte. Nach langem Hin und Her stimmte der Sultan seinem Vorschlag zu. So kam es, dass Süleyman im Mai 1529 erneut mit einem Heer nach Ungarn marschierte, nun um es dauerhaft zu besetzen. Ferdinand wollte sein Erbe nicht aufgeben und warnte den Reichstag des Heiligen Römischen Reiches, dass Süleyman sich ja nicht an der Reichsgrenze Halt machen würde. Der Historiker Klaus-Peter Matschke erklärt, dass er nun auf der Suche nach Unterstützung eine Propagandakampagne startete, bei der er die Ereignisse in Ungarn hemmungslos ausschmückte und nicht mit Horrorgeschichten über den gnadenlosen Türken aus dem Osten sparte. Trotzdem blieben die meisten europäischen Herrscher skeptisch und hielten eine Invasion des Heiligen Römischen Reiches für unmöglich. Und was Ungarn anging, war man der Meinung, das sei Ferdinands Problem. Auch der Reichstag bewilligte nur etwas Geld, 20.000 Infanteristen und 4.000 Reiter zur Verteidigung der Grenzen des Reiches. Diese Truppen sollten von Pfalzgraf Friedrich II. Befehligt werden. Als die Osmanen die ungarische Grenze im Sommer 1529 erreichten, erkannte Ferdinand, dass er nicht mehr rechtzeitig genügend Männer zusammenbekommen würde, um sie aufzuhalten. Deshalb biss er in den sauren Apfel und unterbreitete dem Sultan ein Angebot für einen Waffenstillstand. Im Gegenzug für einen jährlichen Tribut sollten die Waffen 10 Jahre lang ruhen. Aber Ferdinands Einsicht kam zu spät und sein Angebot war viel zu dürftig, um einen Mann an der Spitze einer marschierenden Armee zur Umkehr zu bewegen. Bald erreichten die Osmanen die Felder von Mohács, wo sie eine pompöse Zeremonie abhielten, um Europa die Macht des Sultans vor Augen zu führen. Bei dieser Gelegenheit wurde Sapolja offiziell zu einem osmanischen Vasallen erklärt.
Danach marschierte das Heer weiter und eroberte Anfang September Buda, wo Sapolja als König von Ungarn bestätigt wurde. Dann marschierten der Sultan und sein Kleinkönig, genau wie Ferdinand es befürchtet hatte, gemeinsam entlang der Donau nach Komárom, Győr und Bratislava. Nun wurde endlich allen klar, dass die Osmanen tatsächlich nach Wien marschierten. Anders als damals die Osmanen kann man sich heute bei Reisen im Ausland Unterkunft und Essen nicht einfach nehmen, sondern muss teuer dafür bezahlen. Wir haben aber eine Möglichkeit, wie ihr sicherstellen könnt, dass ihr nicht mehr für eure Reise ausgibt als nötig. NordVPN, den Sponsor dieses Videos. Hol dir Nord und greif jederzeit von einem Ort deiner Wahl auf das Internet zu, ganz simpel, indem du auf der Weltkarte ein Land anwählst. Das erlaubt dir, Preise zu vergleichen und von Angeboten zu profitieren, zu denen du von Deutschland aus keinen Zugriff hast. So kannst du zum Beispiel bei Tickets, Mietautos und Hotelbuchungen ordentlich sparen. In gewissen Fällen bis zu 30%. Wir mögen NordVPN, weil es schnell, einfach zu bedienen und trotzdem sehr sicher ist. NordVPN verfügt auch über einen Bedrohungsschutz, der dich vor unerwünschtem Tracking, bösartigen Websites, infizierten Dateien und lästiger Werbung schützt. Er lässt sich ganz einfach über das Schildsymbol in der linken Seitenleiste aktivieren. Damit bist du unabhängig von deiner VPN-Verbindung rundum geschützt. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung und hol dir NordVPN für 2 Jahre plus 4 Gratismonate mit einem riesigen Rabatt. Risikofrei dank 30 Tage Geld-Zurück-Garantie. Wien lag an der Ostgrenze des Heiligen Römischen Reiches, am Zusammenfluss von Donau und Wien und war somit von Norden und Osten her gut geschützt. Die Verteidigungsanlagen der Stadt waren jedoch alles andere als beeindruckend. Die mittelalterlichen Mauern waren alt und brüchig und moderne Bastionen gab es keine. Im 15. Jahrhundert waren zwar einige Verbesserungen vorgenommen worden, aber es hatte nie eine größere Modernisierung stattgefunden. Nach der Schlacht von Mohács wurden zwar die Tore mit Zwingern verstärkt und im Sommer 1529 wurden die Vorstädte gesichert, aber das war laut dem Wiener Historiker Günther Dürigel ein misslungener Improvisationsversuch. Der größte Teil dieser neuen äußeren Verteidigungslinie bestand nämlich nur aus Holzzäunen, die im besten Fall einen Kavallerieangriff aufhalten konnten. Nur in der Nähe der östlichen Tore wurden niedrige Mauern oder stabile Holzpalisaden errichtet. Weil es keine vollständige Karte der Stadt aus dieser Zeit gibt, musste das alles Stück für Stück aus schriftlichen Quellen und zeitgenössischen Darstellungen rekonstruiert werden. Die daraus resultierenden Karten sind aber schwer zugänglich, weil sie nur in der akademischen Literatur veröffentlicht wurden. Das hat dazu geführt, dass verschiedene YouTuber und sogar einige Wissenschaftler die zweifelhafte Entscheidung getroffen haben, eine der zahlreichen späteren Karten zu verwenden, die die Stadt fälschlicherweise mit Bastionen zeigen. Oft sogar die Karte der Belagerung von 1683. Die Karte, die wir hier verwenden, basiert auf einer Rekonstruktion von 2 bekannten österreichischen Historikern, Walter Hummelberger und Kurt Pebal, 2 Autoritäten auf diesem Gebiet. Bereits im Mai hatte Ferdinand das militärische Kommando über die Verteidigung der Stadt in vertrauenswürdige Hände gelegt, nämlich in die Hände des Feldhauptmanns Niklas von Salm. Angesichts des Zustands der Verteidigungsanlagen und der wenigen Männer, die ihm zur Verfügung standen, bezweifelte dieser erfahrene Soldat, dass es überhaupt möglich sei, Wien zu halten. Er hatte zu wenig Männer, die Angreifer waren zu zahlreich, die Verteidigungsanlagen in zu schlechtem Zustand und die Zeit, etwas daran zu ändern, war zu knapp. Noch bevor Ferdinand, der sich in Linz aufhielt, auf Niklas Bedenken reagieren konnte, erreichten die Osmanen das Umland von Wien. Niemand wusste, ob die Stadt standhalten würde. Das erste, was die Verteidiger von der osmanischen Armee erblickten, waren etwa 20.000 bis 30.000 Akinci. Diese irregulären, leichten Kavallerieeinheiten bereiteten der Hauptarmee den Weg, indem sie plünderten, brandschatzten und mordeten. Die Nachricht von ihrem grausamen Einfall veranlasste Massen von Menschen aus Wien zu fliehen.
Laut einer Musterung waren am 17. September von 3.500 wehrfähigen Einwohnern nur noch 400 in Wien. Auch was professionelle Truppen angeht, sah die Situation alles andere als rosig aus. Bis zum 20. September fanden sich nur etwa 12.000 Infanteristen und 2.600 Kavalleristen in der Stadt ein. Einige von ihnen waren von den österreichischen Städten entsandt worden, aber die meisten waren Söldner. Ungarn, Deutsche und etwa 700 spanische Arkebusiere. Die Verteidiger Wiens waren dem heranrückenden Heer zahlenmäßig deutlich unterlegen. Laut Günter Dürigl, einem Experten für die erste Wiener Türkenbelagerung, zählten die Osmanen etwa 150.000 Mann, wovon 100.000 bis 120.000 kämpfende Soldaten waren. Nachdem die Verteidiger dieses Ungleichgewicht erkannt hatten, gaben sie die Vorstädte auf und brannten sie nieder. Danach begannen sie umgehend damit, Vorräte anzulegen, die Mauern zu verstärken, hinter der am stärksten gefährdeten südlichen Verteidigungslinie eine zweite Mauer zu errichten und hölzerne Artillerieplattformen zu bauen. Nun zahlten sie auch den Preis dafür, dass sie den Stadtgraben in den letzten Jahrzehnten als Mülldeponie benutzt und dadurch fast aufgefüllt hatten. Er musste in mühsamer Arbeit leergeräumt werden. Noch frustrierender war, dass die Verteidiger die 28 Boote ihrer Flottille verbrennen mussten, weil deren Besatzung ebenfalls geflohen war und die Schiffe damit nutzlos waren. Das Einzige, was in dieser Phase für die Verteidiger gut lief, war, dass die Osmanen nur langsam vorankamen, weil starke Regenfälle viele Straßen und Bäche unpassierbar machten. Das verschaffte den Verteidigern die Zeit, die sie dringend benötigten. Niklaus von Salm wusste, dass das Wetter Wiens bester Verbündeter war. Einzig anhaltende Regenfälle oder ein früher Wintereinbruch und die damit verbundenen Versorgungsschwierigkeiten konnten die Osmanen ausreichend schwächen oder sogar zum Rückzug zwingen. Seine Hoffnung war nicht unbegründet, denn zu dieser Jahreszeit regnete es häufig. Und laut Christopher Duffy, einem Experten für frühneuzeitliche Belagerungen, waren die osmanischen Nachschublinien ohnehin gefährlich überlastet. Die zweite Hoffnung der Verteidiger war Ferdinand, der immer noch unermüdlich versuchte, einen Entsatzheer zusammenzustellen. Die Frage war, ob die wenigen Männer die alten Mauern lange genug würden halten können. Die Chancen Wiens verbesserten sich leicht, als kurz bevor die Osmanen ihren Griff um die Stadt schlossen, rund 5000 kaiserliche Soldaten und etwa 100 schwere Kavalleristen unter Philipp dem Streitbaren eintrafen. Aber selbst mit dieser Unterstützung waren die Verteidiger zahlen- und waffenmäßig deutlich unterlegen. Die Geschichtsschreibung der letzten Jahrzehnte hat die Rolle von Philipp bei der Verteidigung in den Hintergrund gerückt. Das stimmt so aber nicht, denn es war seinen Bemühungen zu verdanken, dass ein Teil der kaiserlichen Truppen die Stadt rechtzeitig erreichte und er blieb freiwillig, um bei der Verteidigung der Stadt zu helfen. Laut Günter Dürigl verteidigten Philipp und Niklas von Salm Seite an Seite und als gleichwertige Partner die Stadt. Als die osmanische Armee den Fluss Leitha erreichte, wartete Süleyman mit der Hauptmacht auf die Nachhut, während die Vorhut, bestehend aus den Sipahi, der professionellen osmanischen Kavallerie vorauszog. Sie erreichte Wien am 23. September. Die Verteidiger schickten sofort 500 schwere Kavalleristen los, um zu verhindern, dass sich die Osmanen festsetzten, aber die Sipahi und die Akinci erwarteten die Verteidiger in der Nähe des Nikolai-Klosters und brachten ihnen eine vernichtende Niederlage bei. Fünf der Gefangenen, die die Osmanen dabei machten, wurden im osmanischen Lager reich beschenkt, edel gekleidet und dann mit einem Aufruf zur Kapitulation nach Wien zurückgeschickt. Die Verteidiger reagierten nicht darauf. Zwei Tage später traf auch das Hauptheer der Osmanen vor Wien ein. Der Sultan bezog bei strömendem Regen in einem prächtigen Zelt bei Ebersdorf Quartier. Bis zum 27. September wuchs das Meer von osmanischen Zelten zu einem Halbkreis heran, der Wien von der Landseite her fast völlig umschloss. Diese Einschließung wurde von der Donauflottille vervollständigt, die unterdessen erfolgreich die drei Brücken über den Fluss in Brand gesetzt hatte. Als Friedrichs Onkel, der Pfalzgraf, diese Nachricht erhielt, brach er den Marsch nach Wien ab und kehrte mit dem Entsatzheer nach Krems zurück. Wien war komplett von der Außenwelt abgeriegelt.
Die Osmanen begannen umgehend ihre Batterien und Belagerungsstellungen einzurichten. Das war ziemlich einfach, weil die Verteidiger den Fehler begangen hatten, die Vorstädte nicht vollständig einzuebnen, sodass die Osmanen nun hinter den Ruinen und Zäunen Deckung fanden. Um sie trotzdem daran zu hindern, sich festzusetzen, ordnete Niklas von Salm mehrere Ausfälle an. Am 27. und 28. September griffen jeweils 1000 Infanteristen die Osmanen, die gerade ihre Stellungen in den Vorstädten aufbauten, an und fügten ihnen schwere Verluste zu. Ein dritter Ausfall am 29. September scheiterte, weil er frühzeitig entdeckt wurde. Währenddessen begann die osmanische Artillerie, die Stadt zu beschießen. Wegen der schlammigen Straßen hatten die Männer des Sultans aber bis auf zwei Kanonen alle großen Geschütze unterwegs zurücklassen müssen, sodass sie nun lediglich Kanonen kleinen und mittleren Kalibers hatten. Diese waren selbst gegen die alten Mauern Wiens nicht sehr effektiv. Deshalb blieb der osmanischen Artillerie nichts anderes übrig, als auf die Stadt selbst zu zielen und sie mit einem andauernden Sperrfeuer zu belegen. Mit den zwei großen Geschützen versuchten sie, das Kärntner Tor zu durchbrechen. Weil sich das als sehr ineffektiv herausstellte, beriefen die Osmanen am 1. Oktober einen Kriegsrat ein. Der Großwesir Ibrahim Pascha, der das Heer als Seraska befehligte, legte Süleyman einen alternativen Plan vor. Dieser sah vor, das Kärntner Tor und die angrenzenden Mauerabschnitte zu unterminieren, um eine Bresche zu schlagen, durch die die 20.000 Janitscharen des Sultans, die osmanische Elite-Infanterie, angreifen konnten. Der Sultan stimmte diesem Plan zu, aber es gab ein Problem. Es regnete immer noch und jeder Tunnel oder Graben füllte sich mit Wasser. Unter diesen Umständen war es unmöglich, eine Mine zu graben. Erst als drei Tage später das Wetter doch noch umschlug, konnten die Osmanen zu den Schaufeln greifen. Davon ahnten die Verteidiger nichts. Sie machten sich immer noch Sorgen um die Stellungen in den Vorstädten und waren völlig schockiert, als ihnen ein Überläufer erzählte, was unter den Ruinen vor sich ging. Die Osmanen arbeiteten an 5 Minenstollen. Niklas von Salm gewann seine Fassung rasch wieder, postierte Horchposten in den Kellern und richtete Sammelplätze in der Nähe des Kärntner Turms ein. Nach einer Beratung mit Philipp ordneten die beiden weitere Ausfälle an, um die Eingänge der Minen zu zerstören. Damit waren sie zunächst erfolgreich, aber als die Stellungen der Osmanen immer stabiler wurden, wurde es immer schwieriger, überhaupt bis zu den Stollen vorzudringen. Der letzte und größte Ausfall fand am 6. Oktober statt. Fast die Hälfte der Verteidiger machte sich auf den Weg zu den osmanischen Stellungen. Fatalerweise wurden die Männer aber zu früh entdeckt und vom osmanischen Gegenangriff überrascht. In kürzester Zeit geriet der Trupp in Unordnung und wandte sich zur Flucht. Mehr als 500 wurden abgeschlachtet, weil die Wache in Panik geriet und ein Tor zu früh schloss. Nach diesem Desaster verzichteten die Verteidiger auf weitere Ausfälle. Zu ihrem Glück befanden sich aber gerade einige Tiroler Bergleute in der Stadt. Diese erfahrenen Minenarbeiter stellten sich nun den osmanischen Mineuren. Sie platzierten in der Nähe der Mauern Wasserbehälter, um Erschütterungen zu erkennen, und gruben Gegenminen, sobald sie einen osmanischen Stollen ausgemacht hatten. Von dort aus drangen sie dann in die Tunnel des Feindes ein und versuchten, dessen Minen zu neutralisieren, indem sie sie zerstörten, die Ladungen entfernten oder Luftschächte gruben, um die Sprengkraft zu reduzieren. Wenn sie in den dunklen Tunneln auf den Feind stießen, kam es zu schlammigen, brutalen Kämpfen. Weil Pulverwaffen die Sprengladungen hätten auslösen können, gingen die Männer mit Nahkampfwaffen aufeinander los. Auge in Auge kämpften sie um Leben und Tod. Die Osmanen wussten, dass sie keine Zeit zu verschwenden hatten. Der Winter stand vor der Tür, die Moral in Süleymans Lager verschlechterte sich schnell und Ferdinand oder Friedrich konnten jederzeit mit einem großen Entsatzheer eintreffen. Deshalb arbeiteten sie sich unermüdlich an die Mauern heran. Die Verteidiger, die genau das zu verhindern suchten, konnten sie nicht aufhalten. Am 9. Oktober explodierten die ersten beiden Minen westlich des Kärntner Tores und schlugen zwei Breschen von je etwa 25 Metern in die Stadtmauer. Die Janitscharen rückten sofort vor und versuchten, den Durchbruch zu stürmen.
Sie konzentrierten sich aber zu sehr auf diese eine Schwachstelle, was den Verteidigern erlaubte, ihre Kräfte ebenfalls zusammenzuziehen, so dass die Osmanen ihre Überzahl nicht ausnutzen konnten. Niklas von Salm führte den Gegenangriff persönlich an. Für den erfahrenen Krieger sollte es das letzte Mal sein, dass er an der Spitze seiner Männer in den Kampf stürmte, denn er wurde im dichten Handgemenge schwer verletzt. Aber trotz der Verwundung ihres Anführers gelang es den Verteidigern, die Janitscharen zurückzudrängen. Der ständige Artilleriebeschuss, die langen Wachschichten und die körperliche Arbeit bei der Reparatur der Verteidigungsanlagen zehrten an den Kräften der Verteidiger. Am 11. Oktober schrieben sie an Friedrich II., der immer noch in der Nähe von Krems lagerte, dass sie von Stunde zu Stunde weniger und schwächer würden und baten ihn, ihnen eilend und eilend zu Hilf, Trost und Rettung zu kommen und daselb kein Augenblick in längeren Verzug zu stellen. Die Osmanen gönnten den Verteidigern Wiens keine Pause. Noch am selben Tag, an dem der Bote die Stadt verließ, führten die Truppen des Sultans den nächsten Schlag aus und griffen östlich des Kärntnertors an. Aber dieses Mal hatten die Tiroler Bergleute die Minen geschwächt, sodass sie zwar ein etwa 30 Meter breites Loch in die Mauer rissen, aber keine vollständige Bresche. Der obere Teil der Mauer und die Zinnen blieben unversehrt. Die Janitscharen griffen dieses Tor des Schreckens in drei Wellen an, aber die Verteidiger hielten erneut Stand, sodass die Osmanen nach einem langen und blutigen Kampf viele ihrer Kameraden tot zurücklassen mussten. Die Verteidiger zählten etwa 1000 osmanische Leichen. Dieser erneute Erfolg hob die Stimmung der Wiener an. Sie waren nun zuversichtlich, dass sie wenigstens bis zum Eintreffen eines Entsatzheeres oder des Winters durchhalten konnten. Und auch die Hoffnung lebte auf, denn der Ausguck auf dem Stephansdom meldete, er habe auf dem Bisamberg bereits Feuersignale gesehen. Aber die Osmanen machten scheinbar unermüdlich weiter. Am nächsten Vormittag kündigte die Explosion mehrerer Minen östlich des Kärntnerturms einen dritten Sturmangriff an. Aber auch hier hatten die Tiroler gute Arbeit geleistet, sodass der Schaden nicht allzu groß war und der Angriff von der Infanterie und den Arkebusieren in der Bresche leicht abgewehrt werden konnte. Was den Verteidigern wirklich wehtat, war etwas anderes. Die osmanischen Kanonen zerstörten nämlich die Brüstungen der wichtigsten Artilleriestellungen am Kärntner Turm, sodass diese aufgegeben werden mussten. Das reduzierte die knappe Feuerkraft der Wiener noch weiter. Am Nachmittag brachten die osmanischen Bergleute das Mauerstück zwischen den beiden Breschen westlich des Kärntnerturms zum Einsturz. Noch bevor sich der Staub gelegt hatte, stürzten drei Kolonnen von Angreifern auf die Trümmer zu. Da ihre Artillerie geschwächt und ihre Mauern durchbrochen waren, schien die Lage der Wiener aussichtslos. Aber aus unerfindlichen Gründen hielten die Verteidiger den Janitscharen stand und wehrten sie nach einem langen Kampf mit letzter Kraft noch einmal ab. Wien hatte einen weiteren Tag überstanden. Völlig erschöpft zwangen sich die Verteidiger, die Breschen notdürftig zu verbarrikadieren und die beschädigten Artillerieplattformen wieder instand zu setzen. Salm und Philipp waren beunruhigt. Wie viele Angriffe würde die schrumpfende Zahl der Verteidiger noch abwehren können? Die einzige Hoffnung war Hilfe von außen. Aber es war kein nennenswertes Entsatzheer unterwegs und Friedrich stand nicht auf dem Bisamberg. Im Gegenteil, er lagerte immer noch bei Krems und würde dort bleiben, bis die Osmanen verschwunden waren. Wien war fast am Ende. Was die Verteidiger nicht wussten, war, dass die Osmanen fast genauso verzweifelt waren wie sie. Laut Klaus-Jürgen Brem verschlechterte sich die Situation auch in ihrem Lager von Tag zu Tag. Die Osmanen hatten große Verluste erlitten, ihre Moral war schlechter denn je und ihre Vorräte gingen zur Neige. Die Nachschublinien waren massiv überlastet und die Trupps, die im Umland Lebensmittel zusammensuchten, mussten immer weiter reiten, um im entvölkerten und geplünderten Gebiet überhaupt noch etwas zu essen zu finden. Dazu kam, dass der bevorstehende Wintereinbruch und die erwartete Ankunft eines Entsatzheeres wie dunkle Wolken über den osmanischen Zelten hingen. Die Lage war so angespannt, dass der Großwesir einen Kriegsrat einberief. Dieser kam zum Schluss, dass es keinen Sinn machte, länger auszuharren. Es hieß jetzt alles oder nichts.
Der Entscheidungsangriff sollte am 14. Oktober stattfinden. Am Tag zuvor herrschte im osmanischen Lager emsige Betriebsamkeit. Die Soldaten bereiteten sich vor, Herolde versprachen großzügige Geschenke und der Sultan selbst begab sich an die Front, um die beschädigten Mauern zu inspizieren. Diese gut sichtbaren Vorbereitungen waren Teil der psychologischen Kriegsführung der Osmanen. Bildlich gesprochen schärften sie die Henkersaxt vor den Augen der Verteidiger, die von den Mauern aus zusahen und genau wussten, dass es ihre Köpfe waren, die rollen sollten. Als die Sonne über dem Stephansdom aufging, stellten sich die Osmanen in drei Kolonnen vor dem Kärntner Tor auf. Die Verteidiger waren nun überzeugt, dass ihr letztes Stündlein geschlagen habe. Zu aller Erstaunen schlugen sie jedoch die ersten Angriffswellen ohne weiteres zurück. Dieser unerwartete Erfolg wird meist damit erklärt, dass die Angreifer, insbesondere die Janitscharen, nur halb bei der Sache waren. Manche Quellen behaupten sogar, dass ihre Offiziere sie mit Gewalt vorwärts treiben mussten. Zum Leidwesen der Verteidiger hielt das aber nicht an. Bereits am Nachmittag fanden die Janitscharen ihren gewohnten Schwung wieder. Gleichzeitig verbreiterten zusätzliche Sprengladungen die Bresche westlich des Kärntner Tors auf etwa 80 Meter. Für die Verteidiger war das eine Katastrophe. Sie waren viel zu wenige, um eine so lange Front ordentlich zu verteidigen. Deshalb mobilisierten sie alle Reserven. Selbst die Ritter stiegen von ihren Rossen und stellten sich in die Reihen der einfachen Infanterie. Mit einer letzten, äußersten Anstrengung stemmten sie sich den scheinbar endlosen osmanischen Angriffen entgegen. Der Kampf war verzweifelt, aber die Wiener hielten stand, bis sich die Osmanen endlich zurückzogen. Noch am selben Abend musste der Seraskar die Niederlage eingestehen. Seine Männer hatten versagt, Wien hatte gesiegt. Am 16. Oktober brachten die Osmanen ihr Lager ab. Sie massakrierten alle Kriegsgefangenen, die nicht als Sklaven taugten, insgesamt etwa 2000, und zogen in Richtung der ungarischen Grenze. Als die Nachhut 2 Tage später den Wienerberg passierte, fielen die ersten Schneeflocken vom wolkenverhangenen Himmel. Der Winter war angebrochen. Sultan Süleyman redete die peinliche Niederlage seiner Elitetruppen schön. Er verkündete, dass er die Menschen in Wien verschont hätte, weil Ferdinand gar nicht in der Stadt war, und schickte Boten zu seinen Verbündeten, um ihnen mitzuteilen, der Feldzug sei ein Erfolg gewesen. Das war mehr als beschönigend. Süleyman verschleierte die schlimmste Niederlage seiner langen Karriere als Akt der Barmherzigkeit. Nun, da die Gefahr vorüber war, marschierte endlich auch Friedrich mit den kaiserlichen Truppen nach Wien. Wie man sich vorstellen kann, wurden sie von denen, die verzweifelt auf ihre Hilfe gewartet hatten, nicht gerade mit offenen Armen empfangen. Am Morgen des 21. Oktober beschlossen Friedrich und der Wiener Kriegsrat, die neu angekommenen Männer zu bezahlen und zu entlassen. Die Söldner verlangten jedoch, so bezahlt zu werden, als hätten sie an der Belagerung teilgenommen. Ein Preis, den ihre Herren aus offensichtlichen Gründen nicht zu zahlen bereit waren. Daraufhin zettelten die wütenden Söldner einen Aufstand an, der etwa 14 Tage lang andauerte. Der Sieg wurde zunächst nicht ausgenutzt. Weil die kaiserlichen Truppen keine Erlaubnis hatten, die Reichsgrenze zu überschreiten, verfolgte lediglich ein Trupp Kavallerie die abziehenden Osmanen und Niklaus von Salm besetzte im Laufe der nächsten Wochen einige wichtige Festungen an der Ostgrenze. Er war immer noch mit dieser Aufgabe beschäftigt, als er im Mai 1530 den Verletzungen, die er bei der Belagerung erlitten hatte, erlag. Süleyman hatte zwar eines seiner Ziele erreicht und sich Ungarn gesichert, war aber am anderen, an der Eroberung Wiens, gescheitert. Das war langfristig gesehen entscheidend, denn ganz Europa hatte die Belagerung Wiens gespannt verfolgt und war Zeuge davon geworden, wie die angeblich unbesiegbare osmanische Armee an den alten Mauern Wiens gescheitert war.